ich ein Ossa aus meinem Grab. Walking by a harvest to the landmark square. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei der ersten Vera 2022. Neues Jahr, neue Chancen und neues Glück. Und einer, der dieses schon gefunden hat, und zwar mit einer sehr, sehr viel jüngeren kenyatischen Ehefrau und mit seinem zweiten Kind, ist Ex-ERV-Frontmann Klaus Eberhardinger. Er wird nicht nur über sein Leben mit seiner kenyatischen Familie, sondern überhaupt über das Leben in Kenia erzählen. Und ich freue mich auf ein ebenfalls, wie es scheint, sehr glückliches Paar. Auf Dancing Stars-Jurorin Maria Santner und ihren Doktor Marco Angelini. Ja, Maria, jetzt stehen wir da. Ist total irre. Ich kann mich nur erinnern, wäre es gestern gewesen. Es ist jetzt über 7 Jahre her, dass wir beide bei Dancing Stars miteinander tanzt haben. Das ist so crazy, wirklich. Und es war einfach eine wunderschöne Zeit. Als der OF mich gefragt hat, ob ich da mitmachen will, habe ich gedacht, warum nicht? Aber dass ich hier die Liebe meines Lebens kennenlernen darf, das hätte ich mir nie gedacht. Wir beide haben von Anfang an gemerkt, dass die Chemie stimmt, dass wir uns einfach extrem mögen und ja, dass das einfach passt zwischen uns und dass das alles echt ist und alles andere ist eine Show. Ich habe jetzt lang gefragt, ist das hier der passende Augenblick? Ist das der richtige Moment? Ist das der Ort, wo man so einen privaten Moment mit ganz Österreich, mit den Menschen da draußen teilen soll oder darf? Und ich muss da sagen, ja, es ist der richtige Moment. Weißt du warum? Weil es momentan, wir durchleben alle momentan keine so tolle Zeit, ja? Ich bin mit dir wahnsinnig glücklich und ich muss den Menschen auch da draußen sagen, es gibt eine Macht da draußen, die nennt sie Liebe, die ist größer als alles andere. Liebe ist das, was Menschen verbindet. Liebe ist das, was uns alle so neu kommt. Liebe ist das, was zwischen uns zwar immer da gewesen ist. Du bist für mich der wundervollste Mensch, den ich mir nur vorstellen kann. Du bist die beste Mama für unsere Tochter. Und wenn du glaubst, du hast dieses Kleid heute umsonst dann, nein, deine Ausstatter Hänsel und Gretel in Oberösterreich, die haben das nicht umsonst gemacht. Das war von langer Hand geplant, die letzten Wochen, die hin und wieder ein bisschen anzuschmettern, dass sie zum Zahnarzt in die Steiermark fahren und lauter so Geschichten. Nein, das war nicht so. Tut mir leid. Ja. Hiermit, wir sind wieder im Ballroom, hiermit schließt sich der Kreis und für mich bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Liebe Maria Santner. Also da kommen mir fast die Tränen. So ein Heiratsantrag, ein Traum, wirklich ein Traum. Einfach perfekt. Wobei ich mich frage, war es wirklich, Maria, wirklich total unerwartet? Es war wirklich total unerwartet. Also man muss ja wissen, dass der Marco das schon über Wochen eingefädelt hat und ja ich von einer oberösterreichischen Firma ausgestattet werde, wo eben der Hauptfokus auf Brautmode ist. Und eben die Bitte war von Anfang an von der Dame, von unserer Kooperationspartnerin, dass das Outfit eben beim Semifinale sein sollte. Drum habe ich das überhaupt so nicht hinterfragt. So durchdacht. Ja. Deswegen frage ich das auch. Nicht nur, weil manche natürlich, da kommen immer die Stimmen, AG, das hat die doch eh gewusst und so. Also ich muss selber sagen, ich war mir da auch nicht ganz sicher, weil nämlich deine Reaktion, die Kamera hat das nicht gezeigt, dein Gesicht nicht gezeigt. Wie du dich umdrehst, da, plötzlich steht der Marco da. Der hat ja in Dancing Stars ja so gesehen, außer Zuschauer, nichts verloren und steht mitten auf der Bühne. Also der Moment, wo mir der Marco von hinten angetapst hat, ich mich umgedreht habe und gesehen habe, dass er jetzt hinter mir steht, in dem Moment habe ich gewusst, was los ist. Ja, also aber alles gewusst. Alles. Also da war es mir klar, jetzt ist es soweit. Nach 7 langen Jahren ist es soweit. Ja, 7 lange. War das bei euch oft ein Thema davor?
oft ein Thema. Ich sage, wir sind zwei Personen, die eigentlich das Thema sehr entspannt sehen. Ja, wir haben eine gemeinsame kleine Tochter. Ja. Also ich sage, wir sind ja eh im Endeffekt wie ein altes Ehepaar. So fühlen wir uns heute. Ja, mittlerweile schon. Ja. Also von dem 7 Jahre ist so lang, da sind manche andere schon geschieden oder zweimal geschieden. Ja. Also so gesehen. Das stimmt. Ja. Und darum war es eigentlich, ist bei uns mehr was Förmliches, wo man sich natürlich freut, auch als Frau. Aber ich glaube, ich habe dich eigentlich nie genervt damit, oder? Es geht. Also offenbar genau die richtige Dosierung, weil du bist zum Ziel gekommen. Ja, Marco, du hast ja jede Menge Kameraerfahrung aus früheren Zeiten. Du hast ja bei etlichen Castingshows mitgemacht. Aber ich nehme mal an, das weiß ich nicht, es war dein erster Heiratsantrag? Es war mein erster Heiratsantrag, ja. Und okay. Ich war sehr, sehr nervös. Ich hinter der Kamera, also hinter der Bühne, habe ich noch einen Schnaps gekriegt. Und natürlich vor ganz Österreich steht man dann dort, macht einen Heiratsantrag. Man weiß nicht, irgendwas kann immer passieren. Ja. Und auch egal, wie sehr man sich vorbereitet. Ach Marco, ich wollte es dir schon immer sagen eigentlich. Wir sollten kurz was besprechen. Genau. Naja, so Plan B hat es jetzt eigentlich nicht wirklich gegeben, aber ja. Ja. Glaub, nein, die Rede war ja wirklich, wirklich schön. Wir haben es jetzt alle gerade nochmal gehört. Und vor allem sprichst du eines an, dass sich der Kreis geschlossen hat. Weil vor mittlerweile, ziemlich genau 8 Jahren, das war im Februar 2014, bei der Pressekonferenz für jenes Dancing Stars, wo die beiden nämlich miteinander, Profi und Promi da, miteinander getanzt haben, seid ihr euch überhaupt zum ersten Mal begegnet? Also der Marco muss da durch mindestens so harte Prüfungen durch wie im Dschungel. Das ist so leicht. So gehen wir. Dein Eindruck von ihm? Mein erster Eindruck von Marco? Ja, genau damals. Also ich habe mir schon gedacht, dass er so ein bisschen ein steirischer Sunnyboy ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ist dieses Sunnyboy jetzt eigentlich gemeint? In welche Richtung? Also seine Aussage war bei der Miriam, welche Profitänzerin, dass er sich wünscht, war seine einzige Antwort, eigentlich ist ihm egal, Hauptsache sie ist Single. Ja? Okay. Ich würde aber sagen, das kommt nicht sehr gut an, bevor das wirkt eigentlich eher so macho-mäßig unsympathisch. Genau. Nein, es war so, ich habe mir so hingeschaut und mir gedacht, ja, die sind schon eigentlich ganz nett aus und dann wollte ich es eigentlich höflich sagen, es ist mir eigentlich egal, Hauptsache sie singe ich. Und umgekehrt? Naja, natürlich, wenn man die Maria sieht, man hat auch so ein gewisses Klischee-Denken hat man schon mit blonden Frauen und so weiter, Tänzerinnen. Das ist denen, aber sie hat mich einfach wirklich begeistert, weil sie dahinter ein komplett anderer Mensch steckt, wie dieses Klischee auf die Denken ist. Und das hat mich einfach das muss man herausfinden, weil wer dahinter steht. Ja. Aber jedenfalls hat sie auch begeistert, weil sie Single war zum damaligen Zeitpunkt. Das auch, ja. Und ihr seid eben sehr schnell eigentlich ein ernsthaftes Paar geworden. Mhm. Und nun ist es ja so, bei diesen körpernahen Tänzen, die sind durchaus erotisch. Es gab ja sogar eine Hochzeit. Die Simone hat ja sogar geheiratet, ihren Profi. Ja, mehrere. Mhm. Es gab mehrere Hochzeiten. Die Babsi Kurz in Marco Ventre. Stimmt. Ja. Bolasch und Alice natürlich, aber das waren zwei Profitänzer. Ja. Genau. Ja, aber gab da ist sogar eine Hochzeit im Ballroom mit Bolasch und Alice. Stimmt, ich habe jetzt ganz vergessen. Ja, eben. Es gab mehrere. Und die Sabine. Die hat Sabine sich auch in Profitänzer geangelt. Die haben Kinder und Familie und alles ist daraus geworden. Genau. Bei der Simone ist es schiefgegangen, schon wieder geschieden. Und so. Aber also, dann seid ihr auf dem besten Wege. Nur jetzt frage ich mich natürlich, den Verlobungsring, den gibt es ja, hast du noch? Mhm. Ja, darf ich den mal aus der Nähe sehen? Sehr gerne. Wunderschön. Und das wird auch der Ehering oder wird es deinen eigenen Ring dann noch geben, den er auch tragen kann? Das musst du dann entscheiden. Das ist dann ihre Sache. Dann ist immer ein gutes Wort. Wird es jetzt noch einmal 7 Jahre dauern bis zur Hochzeit? Das haben wir auch schon besprochen. Der Marco, nachdem er jetzt sozusagen den Schritt gewagt hat, glaube ich, ist die Organisation ab jetzt ganz gut in meiner Hand. Und also da mache ich mir keine Sorgen, also wenn das so ist. Aber jetzt frage ich mich natürlich, Gelegenheiten hätte es ja innerhalb dieser 7 Jahre schon genug gegeben, zum Beispiel beim Beginn oder als klar war, dass du schwanger bist oder bei der Geburt von der kleinen Antonia, die jetzt übrigens schon knapp 1,5 Jahre alt ist. Wieso hast du jetzt gerade den Moment gewählt im 7. Jahr bei Dancing Stars in aller Öffentlichkeit? Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, über so einen Heiratsantrag. Und es hat sich irgendwie nie so ergeben, dass ich gesagt hätte, ja, das passt für mich. Aber wenn dann die Eltern zum Fragen anfangen, ja, wann ist denn soweit? Und die Schwiegereltern und immer so Späße machen bei den Familienfeiern, dann fängst du langsam denken an. Und dann überlegt man sich, ja, man muss den Schritt ja sowieso irgendwann einmal wagen. Dann hat diese Staffel angefangen und dann bin ich dann irgendwie so da gesessen und mir gedacht, das wäre doch perfekt. Aber jedenfalls, du hast dir ja eigentlich sehr bald auch gezeigt, wie wichtig
die Maria ist, weil du bist ja sehr bald aus der Steiermark zu ihr nach Oberösterreich gezogen und arbeitest jetzt in Wels am Klinikum als Chirurg. Ja, genau. Hast du deine Musik, die dich ja letztendlich auch als Promi damals 2014 in Dancing Star katapultiert hat, endgültig ad acta gelegt oder nur auf Eis gelegt? Naja, es ist manchmal so, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Das ist ganz klar die Medizin, das ist ganz klar Platz 1 und dann natürlich auch die Musik. Ich habe immer geglaubt, man muss dann abwägen, was man möchte, aber mir gibt es nur in diesem Paket. Ich liebe das, ich liebe die Chirurgie. Die Musik ist natürlich was, das begleitet einen ein Leben lang. Es ist mehr als ein Hobby für mich, auf jeden Fall. Ja, bei einem eigenen Event oder in der Entertainment-Branche auch gegründet, mache auch das Management von der Maria, also... Nicht ausgelastet als Chirurg. Nein, aber ich weiß, du hast ja letztens selber, also du selber als Künstler aufrauchen lassen, 2018, mit der Nummer die Bierzelt baut und da hören wir jetzt kurz hin. Du bist der Bierzelt, die mir den Noten raubt mit ihrer Fahne. Johanne. Bierzeltbraute mir den Noten raubt mit ihrer Fahne. Johanne, Johanne. Da, gut, also das ist natürlich, sagen wir so, Geschmäcker sind so verschieden. Ich wollte mal eine andere Seite auch von mir zeigen und es hat eigentlich ganz gut zusammengepasst. Hab dann mir gleich auch die Maria geschnappt und in mein Musikvideo eingebaut. Also es passt einfach, Family Business, so wie es ist, passt. Ja. Bist du es eigentlich, der eurer kleinen Antonia mehrheitlich dann ein Schlaflied vorsingt oder vielleicht sogar, weil du die Gitarre mitgenommen hast oder vorspielt? Ja, das bin schon ich, also der musikalische Part, das bin ganz klar ich, glaube ich. Aber da sie jetzt schon da steht, dann ergreife sie. Ich würde gerne hören, wie es klingt. Ja, wir haben da einen eigenen Song oder einen eigenen Song für die Antonia geschrieben. Das hat uns, unsere Katzen haben uns da inspiriert. Ja. Wer liegt auf der Matratze? Eine Babykatze. Wer liegt auf der Matratze? Eine Babykatze. Miau, 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 miau. Eine kleine Katze. Und so weiter und so fort. Also im letzten dann schläft bei der Mama, aber sie beruhigt das Lied ist nicht. Ihr teilt sich das sichtlich. Zuerst beruhigst du und anschließend tut sie dann bei dir. Ist das bei euch sonst auch überhaupt so 50-50 in etwa? Diesen großen Part macht natürlich die Mama, das muss ich schon sagen. Und da bin ich ja sehr, sehr stolz auf die Maria. Sie macht das wirklich Weltklasse. Das ist nicht selbstverständlich und nein, das ist traumhaft. Nicht selbstverständlich, weil du ja selber voll im Geschäft stehst. Maria hat ja gemeinsam mit ihrem Bruder Christoph Sandner eine Tanzschule, ebenfalls in Oberösterreich. Und ihr seid ja auch vorher schon extrem miteinander verwachsen gewesen. Du und dein Bruder, ihr habt ja etliche Titel ertanzt, Staatsmeistertitel und noch vieles mehr. Mhm. Und unter anderem seid ihr bei einem internationalen Wettkampf die Sieger im Walzertanzen geworden. Genau. Mhm. Das schauen wir uns auch an. Das Staatsmeisterpaar in den Standardtänzen, also das Geschwisterpaar Sandner. Es war ein heiß ersehntes Ziel. Es ist für jeden Tanzpaar, dass das Ziel der Staatsmeister wird. Und jetzt haben wir es endlich erreicht. Wir sind überglücklich. Super Gefühl. Ja, dein Bruder war ja auch viermal, glaube ich, bei Dancing Stars dabei. Genau. Macht das jetzt gar nicht mehr? Es ist einfach mit unserer Tanzschule in Wels, die ich gemeinsam mit meinem Bruder und mit meiner Schwägerin führe, einfach zeitlich nicht mehr möglich. Ab dem Zeitpunkt, wo sozusagen wir empfunden haben, dass es mindestens so wichtig ist, dass einer vor Ort ist, einfach auch bei den Kunden, war es dann so, dass wir gesagt haben, okay, passt, ich mache weiter. Und der Christoph ist sozusagen vor Ort zu Hause und so hat sich das bei uns entwickelt. Ja, du machst weiter. Ich kenne deinen Bruder ja nicht, aber offenbar bist du dann noch um einen Tick extrovertierter als er. Weil es ja wohl kein Zufall. Vor 2 Jahren beim Opernball warst du diejenige, die alles Walzer sagen durfte. Alles Walzer! Und mit diesem Alles Walzer hast du
eigentlich Geschichte geschrieben. Das stimmt. Also es macht mir besonders stolz, weil ich sozusagen die erste Frau war in der Geschichte beim Wiener Opernball, die eben die berühmten Worte Alles Walzer aussprechen hat dürfen. Eines steht fest, heuer gibt es keinen Opernball, ergo dessen mehr Zeit zu dritt. Bei einem Kleinstkind von 1,5 Jahren gibt es immer wenig Zeit zu zweit. Aber jetzt in der Sekunde gibt es diese Zeit zu zweit. Und das stimmt. Hat der Marco gesagt, er spielt zum Abschluss exklusiv für dich euer Lied. Wow. Was macht dieses Lied zu eurem Lied? Von Anfang an hat uns das begleitet. Wie die Maria schwanger war, haben wir das schon vorgespielt, weil es uns wichtig war, dass die Kleine das schon im Bauch hört. Und ja, es ist über die ganzen Jahre quasi unser Lied geblieben, ja. Takes you about an hour just to cross the road, just to stumble across another soul far from the dreary old lanes in a high street madness. I fight with my brain and believe my eyes, and it's harder than we think to believe this sadness that creeps up my spine and drives me through the night. Life is good and the girls are gorgeous. Suddenly the air's much, much greener now, and I'm wandering around with a half bag of cigarettes, searching for this chance that I've lost somehow. These streets have too many names for me. I'm used to Glenfield Road and spending my time down in Oakey. I get used to this eventually, I know. Where's the days gone? When all we did was pray, and the stress that we were under wasn't stress at all. Just to run in the jump into a harmless fall, from walking by a harvest to the landmark square. You see millions of people with millions of cares, and I struggle to the train to make my way home. I look at the people as they sit there alone. Wow, sehr schön. Ein strahlendes und scheinbar wirklich sehr, sehr glückliches Paar. Wunderschön. Schön, dass ihr da wart. Danke. Sehr gerne. Wir sagen danke. Einer, der ebenfalls sehr glücklich in seiner Ehe zu sein scheint, ist einer, der noch viel länger gebraucht hat zu diesem Entschluss als der 37-jährige Marco. Denn er war immerhin schon 64, als er zum ersten Mal in seinem Leben diesen Schritt gewagt hat. ERV-Frontman Klaus Eberhardinger. Ich bin der Märchenprinz, Mama, Märchenprinz. Sepp, mach sie heiß mit deinem Edelweiß. Der Sepp sagt, was ist los? Was ist los? Was ist los? Warum geht da um nix? Was ist los? Was ist los? Warum geht da um nix? Was ist los? Was ist los? Schon den Kram auf die Uhr. Na, schick, wir schauen die Paar beim Wachsen zu. Jetzt ist er bei uns aus Kenia für ein paar Tage nach Österreich gechattet. Extra angereicht. Natürlich, der Klaus. Servus, hallo. Mit Vorrat natürlich. Ist jetzt, was sonst? Bist du jetzt mit Frau und Kind gekommen? Nein, ich bin nur mit meiner Frau gekommen, weil wir Arzttermine hatten. Ich habe ein operiertes Handgelenk. Das war jetzt die letzte Nachschau, ob die Schrauben auch wirklich gut verwachsen sind. Woran mein Sohn ein großes Interesse hat, weil ich habe so viele Schrauben im Körper, ich kann ihm Schürfrechte vererben. Sie kriegt Zahnspangen raus nach 2,5 Jahren. Sie freut sich sowas von auf den Zeitpunkt, wo das weg ist. Und natürlich, deine Tochter ist ja jetzt schon 7. Ja. Das heißt, sie geht in die Schule und könnte jetzt gar nicht. Nein, die geht in die Schule, das geht gar nicht. Wobei das Schulsystem dort ein bisschen anders ist, da ist der Kind, also die Vorschule, ist da schon so, dass sie gespickt ist mit Unterrichtsstoff. Also auch schon. Mit 7, mit 6,5 ist sie eigentlich. Kann sie lesen und schreiben und ein bisschen rechnen auch schon. Also viel Schule, aber trotzdem versuchst du eigentlich, sie auch immer wieder in deine alte Heimat mitzunehmen und ihr Österreich halt näher zu bringen? Ja, ich habe einen Zweitwohnsitz am Traunsee. Das ist schon wunderbar, Altmünster. Und sie ist da auch sehr gern. Wächst sie auch zweisprachig auf? Nein, das war mein, ja, zweisprachig, die spricht dreisprachig auf, aber sie kann zwar Hele, sie kann Englisch,
Und dann noch die Muttersprache der Mutter, also das ist ja wieder das Swahili, aber von der Insel Lamu. Also ein spezieller Dialekt davon. Das ist ja mit ja. so Arabischgeschichten auch durchgesetzt. Und ich habe damals gescheut, zurückgescheut, dass ich sage, jetzt, ich rede jetzt mit ihr Deutsch und Englisch. Sie wird verwirrt werden. Und nachher haben wir nach zwei Jahren haben wir Leute gesagt, die das gemacht haben, gesagt, bist ein Trottel. Weil die, natürlich Kinder saugen das auf wie ein Schwamm, die kennen das. Ja, aber auch jetzt mit 6,5 kann sie noch damit anfangen. Ja, wird sie ja. Ja, du musst nur mit ihr Deutsch reden, oder? Ja, mache ich ja. Ja, und von deiner Frau lernst du Swahili und das kannst du jetzt auch schon. Das kann ich nicht. Das kannst du noch nicht. Sie verflucht mich dafür und ich sage immer, ich tue eh schon Englisch reden. Hallo. Ich habe aber jetzt einen Sprachkurs mir besorgt und auch angefangen mit Lehrer und habe mir vorgenommen, dass ich bis nächstes Jahr, Juli, Konversationen auf Swahili. Du, das ist ja sensationell. Ich meine, du bist erst 2,5 Jahrzehnte da in Kenia. Von daher, mein Gott, kein Problem. Aber es spricht halt alles Englisch auch dort, diese Amtssprache. Und es sind so viele Ausländer, die nicht einmal das kennen. Du willst damit sagen, du bist eigentlich eh ganz gut unterwegs. Ja? Ja. Nämlich noch dazu, du bist ja jetzt in erster Ehe verheiratet mit einer Kenianerin. Deine erste Ehe. Mit einer Kenianerin verheiratet, ja. Seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren, das ist ein Wahnsinn. Was hat dich bewogen, jetzt doch zu heiraten? Einfach, dass das eben auch noch zu tun ist im Leben eines Mannes? Ja, das war aus dem Kulturkreis, wo meine Frau herkommt. Es ist eine Muslimin, wenn auch nicht, sage jetzt einmal, fundamentalistisch, weit vom Fundamentalismus weg, sonst wären wir auch nicht zusammen. Da geht es nicht. Und dann haben wir pro forma, okay, ja, vor 7 Jahren geheiratet, das hat gehalten bis heute. Es hat gehalten bis heute, obwohl deine erste und einzige Ehefrau jünger ist als dein Sohn. Das stimmt, ja. Ich meine, manchmal habe ich Bedenken. Aber die ist. Ich sage immer, wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden. Also wir passen schon ganz gut zusammen. Mir ist seit 7 Jahren nicht fad. Und ich, das glaube ich dir gern. Und wenn, wenn wir nicht zusammen sind, geht uns was ab. Ja, das ist schön. Aber hast du das Gefühl, dass du deine Tochter, die ja eben eine ganze Generation jünger ist als dein Sohn, ja, anders erziehst oder anders auch ihre Entwicklung verfolgst und dich einbringst, als das bei ihm der Fall war? Ja, naja, bei ihm war ich, da war ich noch hauptsächlich mit der ERV unterwegs, ja, ja, so gut wie nicht da. Aber schon auch im Wesentlichen da und habe ihn mit meiner Gegenwart auch gepeinigt, an dem ich Sachen verlangt habe. Aber zum Skifahren gezwungen. Nein, aber gut, ich hatte ja Freude gehabt im Nachhinein. Ja. Und bei ihr ist es ähnlich. Bei ihr ist es ähnlich. Also ich fordere sie schon auch, aber die gibt auch zurück. Aber das Selbstbewusstsein ist schon gut. Nämlich, weil 30 Jahre eben, eine ganze Generation, da ändert sich ja überhaupt generell auch vieles in der Erziehung. Wie du in der Volksschule warst, da war die Situation ja nochmal eine andere. Du bist Linkshänder. Was hat dein Volksschullehrer da mit dir gemacht? Ja, das war grausam. Also ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, wo bei uns autoritäres Schulsystem. Ja? Das hat es auch Watschen gegeben in der Schule. Nicht nur den Stockerl, den Stabel, das der Watschen auch gekriegt. Und als Linkshänder wurde mir der linke Arm auf den Rücken gebunden. Ja, das war der schlechte Arm. Das war und, so hat dazu geführt, dass ich dann mich in der Früh verabschiedet habe von zu Hause und nicht in die Schule gegangen bin. Da, es hat nicht lange gedauert, ist natürlich draufgekommen, bis der Vater verständigt worden ist und die Mama. Und dann hat es geheißen, warum? Und dann habe ich ihnen das weinend erzählt, worauf mein Vater mich nicht geschimpft hat. Und ich habe dann nur mitgekriegt, während ich in die Schule gegangen bin, dass der wie der Leibhaftige in die Schule gefahren. Und er war der Herr Doktor und eine Respektsperson in Braunau. Und hat den Direktor, das hat man durch 6 Tieren gehört, der den Zahn putzt hat. Er hat dich gerettet vor diesem. Ja, durftest ein Linkshänder bleiben. Also, Klaus, du hast ja dann nach der Schule, sehr bald nach der Schule, schon deine Liebe für Afrika entdeckt. Das hat dich offenbar fasziniert und bist durch Afrika mit einem Land Rover gefahren. Ja, das hat mich der schwarze Kontinent gepackt. Irgendwas war da. Da hat eine Seite bei mir zu schwingen begonnen. Ich sage, da bin ich irgendwie daheim. Und dann war aber viel Zeit dazwischen oder bist du so jedes Jahr so urlaubsmäßig gefahren? Ich habe dann den Thomas Spitzer verführt, da runterzufahren. Den hat es auch gleich erwischt. Und wir haben uns dann unten ein Haus gemietet und dann hat es nicht lange gedauert, haben wir uns ein Studio selber gebaut und dann sind wir schon dort gewesen. Ich habe euch ja da vor ein paar Jahren besucht. Da ist ja dieser wunderbare Strand. Ich glaube, der ist ja sogar ausgezeichnet als der schönste Strand. 5. Jahr in Folge jetzt. Schönster Strand Afrikas. Ja, dieser wunderbare Strand ist mir sehr gut in Erinnerung. Aber mittlerweile haben wir gesagt, jetzt bauen wir was. Das heißt, in der Früh, wenn du aufstehst, mehr schaue ich aufs Meer. Herrlich. Ja. Ist eigentlich wirklich, das wollte ich ja immer. Es gibt zwei herrliche Naturgegenden, also Ausblicke, das ist auch nicht beim Berge. Berge sind wunderschön, vom Berg runterschauen oder am Berg anschauen. Das ist der Österreicher in mir.
und das andere ist Meer. Nein, Österreicher schaut mehrheitlich den Berg hinauf. Ja gut, weil weniger der, hinunter. Weil Schluchtenscheißer ist. Tiroler. Sehr süß. Ja gut, und damals, kann ich mich auch erinnern, hast du gesagt, ja, du hast das Kitesurfen probiert. Und das hat dich ein paar Rippeln gekostet. Das war der böse Unfall, das hätte mich fast in den Rollstuhl geworfen. Weil ich habe da auch eine Halswirbelverletzung gehabt. Ich konnte meine Beine 10 Sekunden lang nicht bewegen. Ich bin da blöd, wie ich bin, eigentlich selber schuld. Bei einem zu starken Wind und alle haben gesagt, brauchst nicht gehen, das ist zu stark für dich. Und bevor er in die Höhe gegangen ist, hat der Bö mich erfasst und ist 180 Grad rumgefahren und ich bin hinten nachgeflogen und wollte die Notauslösung. Aber wenn es die dauernd zirkt, bin ich nicht dazugekommen, ist aufgestiegen, eh hinten nach und dann runter. Und wie am Ende einer Peitsche hat es mir da in den Sand gehabt, es gibt einen Krater dort, der heißt der Klaus-Krater. Also Wahnsinn. Du, es wundert 7 Rippen. Aber die Rippen dürften bitte besonders anfällig ich sein. Keine, du hast sogar bei Dancing Stars. Ich habe auch Rippen gebrochen. Das war nur eine. 5, 6, 7, 8 und dann noch einmal 6, 2 Doppel. Also ich habe mir eigentlich alle Rippen abgebrochen. Also es gibt dabei noch nichts, was du nicht gebrochen hast. Aber es sind schön verheilt. Jedenfalls Dancing Stars, das war ja unglaublich. Du hast damals eine Rippe gebrochen und du hast es dann gewonnen. Ein paar Gemälde genommen und hat es gewonnen. Ja, du hast es gewonnen, aber... Zum einen ist da wohl auch Mitgefühl dabei. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur auf deine Tanzfähigkeit zurückzuführen ist. Ich war nicht der beste Tänzer. Zum anderen hast du als Einziger etwas gemacht, was sonst keiner gemacht hat. Du hast blank gezogen am Schluss und das ist natürlich unglaublich. Ja, da musst du mal so weit kommen. Ich habe besser unterhalten, als ich getanzt habe. Bis heute finde ich, dass das eines der schönsten Formate ist, die wir so haben. Du hast es ja nachher dann viele Jahre moderiert, aber hast du es dir in Kenia ein bisschen angeschaut? Nein, so direkt habe ich es nicht verfolgt, weil ich es nicht so anschauen kann. Kann ich nicht beurteilen. Hat eigentlich dein Sohn das mitverfolgt, wie du es noch moderiert hast? Wie ich es moderiert habe, hat er schon immer wieder geschaut, wieder reingeschaut. Also er hat hauptsächlich, als ich getanzt habe. Ja, das hat er. Da hat er zuerst Kopf geschüttelt, aber dann war er doch stolz. Aber dein Sohn, der ist seriöser Businessman geworden. Den zieht es nicht auf die Bühne, oder? Also seriös wird ihn nicht bezeichnen. Ah. Er ist kein Blödler, er ist kein Unterhalter, er ist Gamer. Gamer. Also Computerspiele, das ist seins. Der hat mich in eine Welt eingeführt, das wusste ich nicht, dass es das gibt. Es gibt Leute in dieser Szene, die verdienen 200.000, 300.000 bis 400.000 Euro im Jahr, indem sie spielen. Jetzt hat er gerade eine neue VR-Brille bekommen, Virtual Reality, und verscheißt so die Zeit ein bisschen. Lebt in einer quasi anderen Welt als ja, du. Ja. Und wir schauen uns beide zu und wundern uns über. Und lernt voneinander. Übereinander. Ja. Nein, wir verstehen das nicht schlecht. Sag, und die Bühne, ich meine, ihr habt vor 2 Jahren die wirklich finale 2019, Gott sei Dank. Ja, 1000 Jahre ERV ist vorbei. Geht die dir ab, die Bühne? Nein, also bis jetzt noch nicht, weil ich so beschäftigt bin und weil's, wenn ich mir so Sachen anschaue oder wenn wieder mal was kommt. Also die ERV war schon eine tolle Zeit. Es war am Anfang unglaublich wild, genau das, was du zu dem Zeitpunkt brauchst. Also da war wirklich Sex, Drugs und Rock'n'Roll pur. Boom. Der Erfolg war noch nicht so groß, aber der Exzess umso größer und toll war das. Und dann kam aber der Erfolg. Mit dem Erfolg musst du disziplinierter werden und das hat man auch gelernt. Dass der krönende Abschluss war wirklich 2019, diese Abschlusstournee, wo ich wieder mit gebrochenen Rippen dann. Ist es nicht passiert bei der Nummer der Tod? Ja. Es sind so unglaublich. Es hätte schlimm ausgegangen. Ja, es war auch knapp. Ein Laufsteg, den ich bis dorthin, glaube ich, 93 oder 94 Mal gegangen bin. Blind kann ich den gehen. Und dem Techniker ist irgendwas ausgekommen. Also, der hat das so eingenebelt, dass ich innerhalb von einem Schritt nichts mehr gesehen habe. Und denke mir, da geht die Treppe runter und bin, glaube ich, viel zu früh runtergestiegen. Auf einer Videoaufnahme sieht man, dass ich mit dem Schädel so weit bei einer Eisenkante vorbeifliegt. Und bin da runtergeflogen und hab gewusst, bin mit den Rippen dort aufgekommen. Das ist nicht gut. Dieses war gelaufen, das war im August und im September in der Stadthalle bist du aufgetreten. Mit sechs Rippen. Aber ERV ist nach jetzigem Stand wirklich vorbei, nach wie vor. Naja, es ist so. Die ERV, sage ich einmal, die ich dann doch fast 40 Jahre nicht unwesentlich mitgestaltet habe, das ist 2019 begraben worden, also zu Grabe gegangen. Tatsächlich. Jetzt der Thomas Spitzer macht jetzt eine Weihnachts-CD. Die habe ich mit ihm vor 7 Jahren entworfen. Das hat mir dann das Ergebnis nicht so gut gefallen. Du bist nicht dabei, weil du mit dem dich nicht wirklich identifizieren kannst. Ich habe mich mit dem identifizieren können und habe gesagt, die klingt mir da aus. Und klingt sich da aus. Aber der Thomas Spitzer, kann man eigentlich sagen, ist das dein alter Ego so in gewisser Weise? Ich meine, der ist ja mehr als Freund und Kollege. Er war ja so zusammengeschweißt.
wir waren schon, ja, wir waren schon unglaublich, wir waren schon sehr, sehr einander ergänzend. Am Schluss ist halt so gewesen, wie in vielen Beziehungen, nach fast 40 Jahren haben wir dann schon getrennte Schlafzimmer gehabt. Also. Aber ihr könnt noch miteinander. Es wir kennen schon noch miteinander. Ist halt nicht mehr so eng, aber... Wir kennen miteinander, aber er hat seine Familie. Bei euch ist so vieles parallel gelaufen. Ihr seid parallel nach Afrika gegangen. Ich habe dieses Projekt... Naja, ich habe mehr oder weniger nach Afrika gebracht und es hat ihm gefallen. Er ist ja bis heute auch noch dort. Und zwar ganz in deiner Nähe. 7 Kilometer weg, ja. Und ja, eigentlich hat er es dir ja auch nachgemacht in gewisser Weise. Ich meine, du bist der Ältere, er ist wesentlich jünger, er ist erst 68. Aber er hat ja auch einen Zweijährigen jetzt, einen Zweijährigen ja, zu Hause. Ja. Macht das deine Tochter glücklich, dass sie da so einen Babybuben zum Spielen hat? Nein, die kennen einander nicht. Naja, er geht sowieso nicht außer Haus in Kenia, so gut wie nicht. Und ich bin da viel unterwegs und wir haben zwar gemeinsame Freunde, aber er geht da nicht hin. Ab und zu seine Freundin, also die Nora, treffe ich dann dort oder aber auch nur vereinzelt. Aber die ist ja ähnlich jung wie deine Frau. Also können die Frauen miteinander auch jünger. Nicht wirklich. Die ist jünger. Die ist noch jünger. Die ist jünger. Ich glaube, ich ist 26. Also ihr habt schon vergleichbare Wege. Und der Thomas war es ja eigentlich, der dich überredet hat, auf die Bühne zu gehen oder überhaupt mitzumachen. Der fast gezwungen. Also ich bin gerade bei meiner Dissertation und er hat einen gebraucht. Er hat mich eigentlich aus der Band aufgezwungen. Ja. Und dafür bin ich ihm natürlich ewig dankbar. Und ich kann mich erinnern, der Steinbeck, der damals noch Sänger war, der hat mir dann nach der ersten Tournee, ist einmal gekommen zu mir und sagt, du bist nicht schlecht. Du kannst viel mehr, als du glaubst. Ihr habt ja doch, da gab es ja die ERV schon, da hat die erste Allgemeine Verunsicherung noch so spezielle Musikkabarets gemacht. Und das erinnere ich mich nämlich, weil ich da mitgespielt habe als Schwester Vera, Spitalo Fatalo. Spitalo Fatalo, das war eine Show. Jede Show hat ja einen Überbegriff gehabt. Und wir haben uns bis zum Schluss eigentlich erlaubt, dass wir jede Show ausschließlich mit Nummern des neuen Albums spielen und Hits, die wir am Anfang ja nicht gehabt haben, aber die dann schon da waren, nur eingebaut haben oder nachgelegt. Naja, also in den 80er Jahren, da hat es ja dann Goldene für euch geregnet. Das war ja überhaupt eine ganz, ganz tolle Zeit für die erste Allgemeine Verunsicherung. Und damals habe ich sie in meine Show Familienfest eingeladen. Egal, was sie anpacken, es wird in jedem Fall ein Hit. So auch dieser, nämlich Jumbo aus ihrer neuesten LP Watumba. Von und mit der ersten Allgemeinen Verunsicherung. Also von einem bin ich überzeugt. Auf meine Frage, ob dir die Bühne abgeht, Klaus, vorher, hast du überhaupt nicht geantwortet. Du hast nur gesäuft oder hast du bloß anderen geredet? Ich höre immer gut zu. Also wir lassen das also einfach so im Raum stehen. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass Jahr 2022, ich meine, es ist schon schön, dass du in Immobilien machst. Development, was auch immer. Aber da gibt es keine Bühne. Gibt es irgendwas, was du dir wünschst? Ich habe ja nicht gesagt, nein, dass es mir nicht abgeht. Ich habe nur die Antwort vermieden. Es ist so etwas, was immer mitschwingt. So. Also wie gesagt, so eine Fernsehgeschichte würde mich sehr interessieren. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, vielleicht fange ich Theaterspielen an oder Filmen. Also mehr als Theater würde mich Film reizen, weil du probst eine Szene, aber wenn sie geprobt ist, wenn sie im Kort, dann ist sie weg. Jetzt RV-mäßig, weiß ich nicht. Also ich habe ja auch dann auch im Trio gespielt, eine Zeit lang. Ah ja? Ja, ja. Jetzt schauen wir mal, was 2022 wirklich bringt. Mit und für den Klaus Eberhardinger. Danke, dass du gekommen bist. Danke vielmals fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Danke für deine Aufmerksamkeit.